Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online im Altmeri Dominion. Im Reiten wir los. Prolog des Necrom DLCs. Ich weiß nicht richtig, warum es so heißt. Hey, schaut das so fast echt aus. So, wir sind auf der Suche nach irgendwelchen dätischen Kultisten, die Hermios Mora anbeten. Weil anscheinend reicht es nicht, dass wir welche Artefakte haben. Wir brauchen einen wahren Gläubigen, um den Ort zu erreichen, wo die Burschen rumstehen. Zum Glück muss ich nicht so lange suchen, weil ich weiß bereits, wo ich hin muss, weil ein schneller Blick auf die Karte mir den Ort offenbart hat. Ich hätte echt geflucht, wenn ich jetzt Ewigkeiten hätte rumsuchen müssen. Mir fällt außerdem auf, dass ich hier in Knokar Jodes Lichtgewölbe versammelt hat. Aber die Himmelsscherbe habe ich? Das Mondlichtintel ist ja Geheimnis. Himmelsscherbenstab ist gesammelt. Ja, super. Warum zählt das Ding denn immer noch nicht jetzt durchgespielt? Es ist faszinierend, dass da immer Sachen fehlen. Die meisten dieser Gewölbe haben ja immer irgendwie noch eine Story. Die habe ich in dem Fall wahrscheinlich nur. Obwohl, ich glaube, die ursprünglichen Gewölbe haben gar nicht alle eine Story. Das ist eher so ein Ding, was sie irgendwann später eingeführt haben. Die haben ja gewisse Standards irgendwie mal. Also ich weiß nicht, ob sie die tatsächlich verschriftlich etabliert haben, dass die wirklich festgesetzt sind. Oder ob es eher so ein Ding ist, was die halt dazu machen. Aber es wurde nie so richtig verformuliert, dass es auch so sein soll. Weil. Was gibt es denn hier eigentlich? Was ist das für eine Bude? Gelassenheitsfälle anwesend. Also Housing war ja auch noch nie so ein Ding, womit ich mich in Spielen so großartig beschäftigt habe, ne? Okay, Musik quasi nur das Tor, naja gut. In Ultima Online, vor ewigen Jahren, gab es ein ernsthaftes Skalierungsproblem, was der Grund ist, warum ich glaube ich Housing in modernen Spielen so nicht mehr funktioniert. Da war nämlich dein Haus tatsächlich physisch in der Spielwelt und auf größeren Servern war halt einfach die Welt irgendwann voll und die Häuser standen wie so Einfamilienhäuser dicht an dicht und dann gab es natürlich noch so Gildenhäuser oder Gildenschlösser und die waren dann riesengroß und dann war es am Ende anscheinend ein Problem, die Dinger zu finden, weil war halt kein Platz mehr überall in der Landschaft. Deswegen ist, glaube ich, Housing jetzt so, aber davon abgesehen, dass ich nicht so richtig weiß. Es geht hier entlang. Ah ja, okay, sie hatten es anscheinend gefunden. Wie das Housing genau funktioniert. Ich es ahne heißt. Fürst Daresh Rih hätte die Anfurt vor Piraten gerettet. Die das Goldauge vorhersagte, dass ihres war. Aha. Okay, also ist das wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Das sind welche random Leute, die hier einfach rumstehen. Also diese komische Sidecut, ne? Sprecht mit Bassian, Entsandte. Enthüllt den Standort des Schreins des Goldauges. Als ergebener Anhänger von Hermios Mora wird er sicher wissen, wo der Schrein zu finden ist. Warum weiß er eigentlich nicht, wie ich aussehe? Schicksalserwählte! Das Goldauge erhebt so selten eine Sterbliche. Doch ich kann sehen, dass ihr nicht zum gemeinen Pöbel von Nirren gehört. Wie kann ich euch behilflich sein, Erwählte? Seid nur bitte leise. Anhänger des Auges weiß man in diesen Landen nicht zu schätzen. Das kann ich ja überhaupt nicht verstehen, gerade bei Miri Dominion. Naja, das ist ja. Er sieht, dass ich nicht zum gewöhnlichen Pöbel von Nirren dazu gehöre. Naja, das hätte ich jetzt immer gesagt, wenn ich wüsste, dass vor mir die Person steht, die vom Meister erwählt wurde, ne? Hat ja auch keinen Grund, da irgendwie was anderes zu vermuten. Ja, also wir brauchen den Schrein des Goldauges. Wo ist das Ding? Wenn ich das nur könnte, Erwählte. Unser Herr verlangt absolute Geheimhaltung. Und im Umgang mit Ungläubigen ist Vorsicht angebracht. Viele würden mir ein Leid antun, wenn sie auch nur vermuteten, dass ich mich mit Daedra einlasse. Immer wenn ich zur Andacht gehe, werden mir die Augen verbunden und andere führen mich. Mag ich, so als reines Grundprinzip der Geheimhaltung. Aber ärgerlicherweise ist das jetzt ein praktisches Problem. Wir müssen also noch Mildanor finden. Na gut, und grob der Weg? Mildanor bringt mich immer zum Schrein. Ah, ich sehe, sein Zuhause ist bereits auf eurer Karte markiert. Möge das Goldauge euch zu dem Wissen führen, das ihr sucht, Erwählte. Okay, ein bisschen seltsam, dass wir diesen Zwischenstopp auch gemacht Geht, haben. Geht, Entsandte. Ich will Bassian zu dem verschlüsselten Brief befragen, den ihr mir brachtet. Hast du den schon entschlüsselt? Bassian hat ein Talent für uralte Sprachen und obskure Chiffren. Ich will ihn zu Rate ziehen, was den Brief angeht, den Dralis euch gab. Ich treffe euch danach in Mildanors Heim. Mir fällt übrigens mal auf, dass Olle Bassian halt wirklich nicht so aussieht wie die übliche Kundschaft von Hermios Mora, oder? Wie ich sagte, ihr ehrt mich, Lehrer Miel. Doch warum brachtet ihr die Erwählte hierher? Das war gefährlich für uns alle. Verzweifelte Umstände erfordern Risiken, Bassian. Ich hoffe nur, die Schicksalserwählte ist bereit für das, was nun kommt. Manchmal, Lehrer Miel, seid ihr genauso undurchschaubar wie das große Auge. Aha. Okay, gut, wir müssen also doch zum anderen Ding hin, wo ich gerade dran vorbeigeritten bin.
Mir war das nicht bewusst, dass ich zwei Punkte habe und ich habe deswegen das Ding nicht gesehen. Na gut, dann reiten wir wieder zurück. Kann ich das schnell reisen? Nee, es lohnt sich nicht. Das ist erschrecklich. Es lohnt sich nicht so wirklich, oder? Hier den Wegpunkt zu nehmen. Ich mache das einfach trotzdem. Weil. Das, haben Vampire Muskeln? Es lohnt sich halt sowas von gar nicht. Elfisches Auge, Ding vom Spion, weil hier gibt es noch eine Quest. Ne, es ist ein Ort, oder? Doch! Ne, eine Punkt des Glaubens, Jänner das Tagebuch. Na gut, ich habe keine Ahnung, welche Glaube das jetzt hier sein soll. Ich habe jetzt meinen Punkt schon mehr verloren, das ist ärgerlich. Das kannst du auch immer nachts aufnehmen, ne? Man verliert seinen Text. Achso, mir war nicht bewusst, dass es zwei Punkte waren. Genau, das hätten wir natürlich als erstes hinlaufen können. Weil der Beginner, der Punkt ist zur Verfügung. Da hätte ich ja den guten Bastian gar nicht getroffen. Das wäre natürlich absolut schlecht gewesen. Aber das ist ein Mutterschlumpf hier? Ja, klar, teleportiert hat ein Zimmer in diesem Keller entsandte. Ja, ist klar. Oder sie ist tot. Das kann natürlich auch sein. Mildanor, seht euch um, Entsandte. Wir müssen ermitteln, was hier geschah. Hm, okay, sie ist tot. Sonst wäre es doch zu einfach gewesen, ne? Versenkte Rune. Na, gucken wir uns mal die zerrissene Notiz an. Die Leute schreiben mir mal dazu. Muss er seinem Angreifer entrissen haben, bevor er starb. Ja, ich dachte, das ist eine Sie. Na gut. Der Oberteil der Nachricht wurde wohl abgerissen, als Mildanor nach gegriffen hatte. Eure neuen Schirmherren verlangen Genugtuung. Die Glyphika sind im Spiel und sind erforderlich für den Angriff auf Glyphika. Es ist euer Auftrag, sie zu beschaffen. Falls ihr versagt, werden dunkle Visionen, dein schmerzhafter Tod, eure geringste Sorge sein. Erfüllt eure Mission, dann werde ich zu euch kommen, die Glyphika zu holen. Jemand, der sich erinnert? Achso, das ist das Dings. Ja, wer könnte das jetzt hier sein? Ist es Namiria? Wie auch immer sie hieß. Also die Albtraumfrau? Bei dunkle Visionen? Das könnte auch jemand Sterbliches sein. Angriff auf Grüfa? Ich habe ja andere Fürsten im Verdacht. Irgendwer einer von denen, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Runen der Zerstörung. Mächtige Magie, die Mildanors Schutzzauber überwand. Vergleichen wir unsere Beobachtungen. Ja. Mildanor hat Schutzzauber aufgestellt, um diese Kammer abzusichern. Doch ihre Energie wurde von diesen Runen weggebrannt. Nur ein mächtiger Anhänger des Wissenden könnte solche Magie einsetzen. Ein Gefolgsmann von Hameus Mora hat Mildanor ermordet. Vielleicht sogar jemand, den er kannte. Na gut, wir wissen ja, dass es Verräter intern gibt. Insofern kommt es jetzt nicht so überraschend, oder? Ja, tja, und warum? Nein. Der Wissende mischt sich nur selten in den Lauf des Schicksals ein. Dies ist das Werk eines Verräters, der behauptet, Hameus Mora ergeben zu sein. In Wahrheit jedoch daran arbeitet, genau die Bedrohung voranzubringen, die wir aufhalten sollen. Ja gut, das liegt doch daran, dass Hameus Mora auch, glaube ich, große Schwierigkeiten hat, direkt in die Welt einzugreifen. Ich glaube, seine Anhänger könnte, glaube ich, theoretisch direkt berühren, weil das irgendwie so in dieser Vereinbarung drinsteht. Aber ansonsten kann er, glaube ich, gar nicht mit Nirn interagieren, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, also jemand sucht die Dinge, um den Ort anzugreifen. Anscheinend kommt man als gewöhnlicher Gläubiger nicht willens nach Bogryfa so einfach. Hameus Mora hat mir erzählt, es sammeln sich Feinde gegen ihn. Ich fragte mich, warum er mir nie gesagt hat, wer sie sind. Vielleicht weiß er es nicht. Doch wie ist das möglich? Der Wissende weiß alles. Was die Glyphika angeht, wir werden sie sicher verwahren. Ach so, wir können die gar nicht benutzen. Das sicher verwahren ist ein guter Bekannter von plötzlich weg. Ich erinnere mich da an diverse Artefakte, die genau auf diese Art und Weise verschwunden sind. Ja, super. Und nun? Während wir den Brief untersuchten, den Dralis euch gegeben hatte, hat sich Bastian an eine weitere Anhängerin erinnert, die den Standort des Schreins kennen könnte. Nara Haider. Lasst mich ihr Lager auf eurer Karte markieren. Wir müssen den Schrein erreichen und die Glyphika verwenden, wie Hameus Mora es uns aufgetragen hat. Ja, dann lass uns doch mal finden. Ich treffe euch im Lager. Ich will sicherstellen, dass man sich um Mildanor gekümmert hat. Danach muss ich weiter daran arbeiten, den chiffrierten Brief zu entschlüsseln. Sichere Reise, Entsandte. Na gut, dass sie sich einfach hinteleportieren kann, nicht laufen muss. Tja, Dralis hat übrigens auch einen Verdammt. Er hat mich gewarnt, dass dir nicht zu trauen ist. Diese Lage lässt uns jeden Schatten fürchten, Entsandte. Wenn auch Dralis jemanden für einen Verräter hält, sind wir auf derselben Fährte.
Er hat nur den Fehler gemacht, anzunehmen, ich sei es, die diesen Verrat übt. Ich will euch helfen und zwei Welten retten. Mehr nicht. Ah ja, das, Worte sind billig, ne? Na gut, wir wissen immer, dass sie ein gewisses, zumindest ein gewisses Ansehen in der Gemeinschaft hat. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Da. Es lohnt sich halt so gar nicht. Das ist halt irgendwie knapp so eine Mini... tatsächlich, die Kartikulte hat wahrscheinlich genau die Zeit gekostet, für die ich die jetzt mir jetzt koste. Ich würde gerade sagen, das ist halt immer so ein Stück von den Portalen oder so einem Wegschrein entfernt, dass es sich nicht so wirklich lohnt, Wegschrein zu verwenden. Vor allem, wenn ich erst zu einem... Ja, schon runter hier. Wenn ich erstmal zu den Wegschrein irgendwie hinlaufen muss. Wir schauen mal, was ist das ja eigentlich für Banditenbriganten? Okay. Schon nicht gut ausgerüstet, diese Banditen. Obwohl, Briganten sind ja desertierte Soldaten, oder? Aua. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Insofern ist es zu erwarten, dass Briganten ganz gute Rüstung haben. Hey, da vorne ist ein Schrein, den ich noch nie entdeckt habe. Da kann ich da direkt mal vorbeireiten und das Schlachtroß. Ich habe keine Ahnung, was das Schlachtroß bringt, aber wir können das Ding entdecken. Da vorne ist sogar noch eine weitere Höhle. Ne, Rieder. Ne, irre ich mich dann. So, yay, yeah, wir haben das Schlachtroß entdeckt. Ist das nicht prächtig? Die wollen uns an den Kragen. Hier sind Wespen. Also, in irgendeiner Richtung. Noch eine Irrlichter. Warum sind hier nicht so viele Irrlichter in der Schnittermarkt? Ich hab's verpasst. Das ist hier irgendwie. Kommen wir jetzt hier durch. Ja, das läuft ja super. Ich hätte vielleicht doch teleportieren. Was ist das denn hier wieder? Grabprofaniramo? Den habe ich dann wohl leider auch verpasst, die letzten 20 Male, wo ich hier war. Das Ding ist, ich will eigentlich nur dieses Wasser. Also auf der Karte. Ich hätte teleportieren sollen. Auf der Karte sah das hier halt übel nach Flachland aus, ne? Aber das hat das Hauptspiel ja so an sich, dass man nicht so leicht durchkommt, weil an sich solltest du das ja in einer bestimmten Reihenfolge spielen und dass du da einfach von A nach B kommst, war ja nicht so richtig vorgesehen. Deswegen gibt es hier immer wieder so ärgerliche Felsen, die man so aus der Entfernung gar nicht so sehen kann, ne? Oh, Level 45, ist fast schon süß. Hier ist noch eine weitere. Das Gladbach-Haus, das ist ja schön. Da wollen wir auch nicht hin. Ich möchte eigentlich auf diesen See, verdammt. Ja. Das war erstaunlich schwierig, hier irgendwie raufzukommen. Das hat sich ganz schön länger gezogen. So, mehr Leichen. Ah. Offenbar kamen wir beide zu spät, meine Freundin. Okay, wie sieht denn hier so ein Dings aus? Okay, das ist eine Khajiit. Okay, die sieht tatsächlich schon ein bisschen mehr aus, als würde sie bei Hemiros Mora mitmachen. Die hat so einen lustigen Gesichtsschmuck. Wie so ein Metallschleier. Sehr witzig. Haben wir, glaube ich, noch nie aktiv einen lebenden Khajiit gesehen, oder? Ja, was hast du uns zu erzählen? Nachdem ich von weiteren Gefahren für die Gläubigen erfahren hatte, kam ich so schnell ich nur konnte. Leider traf ich zu spät ein, um nachher Haida zu retten. Ich bin jedoch froh, dass ihr hier seid. Ich wollte euch erzählen, was ich bezüglich der Verräterin Leramil erfahren habe. Ach, ist es euch schon sicher, dass sie Verräterin ist? Wie kommst du darauf? Es ist mir nicht erlaubt, die Geheimnisse meines Ordens zu offenbaren. Doch ich kann euch sagen, dass Leramil plant, die Glyphika zu verwenden, um das große Auge zu verraten. Und nachher Haida flüsterte mir im Sterben zu, Leramil ist der Untergang von Apokrypha. Was für Beweise braucht ihr noch? Naja, erstmal, du hast keine Beweise ausgeführt, also irgendwelche wären mal gut. Ich meine, krieg hier nur deine Aussage. Also richtig doll ist es nicht, oder? Ja, ich wüsste gern, wo der Schrein des Goldauges ist. Dabei kann ich euch helfen. Die Gläubigen dieser Gegend erzählen sich ein Rätsel. Wo Kralle auf Beute trifft, unter freiem Himmel in Stein zeigt sich der Weg. Ich glaube, es bezieht sich auf jenen Ort, den ich euch auf der Karte markiert habe. Bleibt jedoch in der Nähe von Leramil achtsam. Ja, danke dafür. Möge das große Auge euch sicher zum Schrein des Goldauges führen, Erwählte. Was gibt es denn zwischen dem großen Auge und dem Goldauge? Oh, das ist bestimmt eine ketzerische Frage, oder? Hermaeus Mora hört auf viele Namen. Mehr als es Grashalme auf diesen Weiten gibt. Ich gehöre zur Gemeinschaft des Auges und verehre das große Auge. Das Goldauge ist eine andere Sekte. Es gibt allerdings nicht so viele, als dass wir nicht voneinander wüssten. Aha.
Es scheint mir ein bisschen redundant zu sein, aber na gut, wenn Hemmus Mora daran Spaß hat, dann sei es so. Warum bist du überhaupt hier? Als ich meine Ermittlungen bezüglich Lehrer Mils Verrat anstellte, entdeckte ich, dass jemand Jagd auf die Gläubigen des Fürsten des verbotenen Wissens macht. Nara Haida ist, war eine Freundin. Ich wünschte, ich wäre früher hier gewesen. Das ist ja natürlich absolut fantastisch, dass er gerade zu spät kam und Fanny hatte Freunde außerhalb seines eigenen Ordens. Interessant. Na gut, warum bist du nicht am Verräter? Genau, das ist das, was ich gerade gedacht habe. Was für eine absurde Anschuldigung. Ich habe nichts anderes getan, als mir alle Mühe zu geben, der Schicksalserwählten zu helfen. Und das ist der Dank. Glaubt, was ihr wollt. Ich habe euch gesagt, wie man den Schrein findet. Tut, was ihr für richtig haltet. Erwählte. Na, er wirkt auch erstaunlich grimmig. Hey, noch ist ein Mord an einer Gläubigen? Was ist hier geschehen? Sowohl ich als auch die Erwählte kamen zu spät, Lehrer Mil. Merkwürdig, euch an diesem Ort und zu genau dieser Zeit zu sehen, Dralis. Vergessen wir nicht, wer wirklich einer der Gläubigen des Großen Auges ist, Lehrer Mil. Und jetzt habe ich meine eigene Untersuchung fortzusetzen. Na gut, wir... Entsandte, ich habe den Brief entschlüsselt. Es ist schon leicht gespoilt, wir wissen ja, dass sie weiterhin vorkommt im eigentlichen Necrom-Dings. Also nehme ich mal an, dass er der Verräter ist. Aber ich glaube, ich hätte ihn auch so vermutet. Aber vielleicht wissen wir nicht. Vielleicht ist es ja alles gleich komplett anders. Es bleibt spannend, so halbwegs. Rales Anwesenheit hier. Der Wissende hatte nicht erwähnt, dass einer seiner Gläubigen sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzt. Widmen wir uns wichtigeren Dingen. Dank Bastians Hilfe konnte ich den Brief entschlüsseln, den Dralis euch gab. Ach stimmt, Dralis selber hat uns ja den Brief gegeben. Na gut, das entlastet ihn eigentlich. Was steht drin? Befehle für die Dämmersäbel. Vampirsöldner von der Telvanni-Halbinsel. Sie wurden angeworben, um die Smaragdglyphik zu stehlen und sie zum Schrein des Goldauges zu bringen. Darin stand auch ein Rätsel, das sie zum Standort des Schreins führen sollte. Okay, das ist jetzt natürlich verdächtig, weil Dralis kannte das Rätsel auch, ne? Wo Kralle auf Beute trifft und auf freien Himmel im Steigen zeigt sich der Weg. Ich weiß keine Ahnung, wo das sein soll. Dralis, Das chiffrierte Rätsel war leicht anders. Wo Kralle auf Beute trifft, in der entferntesten Ecke der großen Halle zeigt sich der Weg. Der Schrein könnte zwei Eingänge haben. Ich werde es auf eurer Karte markieren und es euch überlassen, den richtigen Weg zu ermitteln. Tja, eine der beiden Rätsel wird uns zum Schrein des Goldauges führen. Oho, oho! Ich hatte gehofft, dass in dem Brief stehen würde, wer die Söldner angeworben hat. Aber nein. Auf jeden Fall liegt der Schrein des Goldauges irgendwo in Krallenhieb, Entsandte. Ich werde euch dort treffen. Sobald ihr ihn erreicht, können wir die drei Glyphiker verwenden, wie Hermeus Mora uns auftrug. Dir, ich war daran nicht beteiligt. Krallenhieb. Es ist schön, dass du die Rätsel für mich lösen wirst. Das wäre außen mal so ein Ding gewesen, wo ich gar keinen Bock drauf gehabt hätte. Ja, warum sie mich ja nicht entsandte? Das hat uns aber irgendjemand anders hat uns doch schon mal so genannt. War das nicht sogar unsere gute alte Dedra-Freundin, die mit viel zu viel Macht abgehauen ist? Nee, die hat uns Entseelte genannt. Nee, hat sie uns? Doch, sie hat uns Entseelte genannt, oder? Ja, gut, weil sie weiß, dass wir das halt sind, ne? Ja, gut, mal sehen, was ihre Antwort ist. Empfindet ihr den Begriff als beleidigend? Das ist ein gänzlich zweckdienliches Wort für jemanden, der anstelle von jemand anderem handelt. Hermeus Mora hat euch als seine Vertreterin in dieser Angelegenheit ausgewählt. Daher Entsandte. Gibt viele Begriffe, ne? Ja gut, ja übrigens, erst meinte, dass der Dralis meint, dass du der Verräterin bist. Du planst die Glyphiker zu verwenden, um, na gut, das ist jetzt hier, es ist schön, dass wir übrigens gleich alles butterweich aus Brot schmieren. Ja genau, butterweiches Brot schmieren. Haben ihn seine Ermittlungen dahin geführt? Zu einem Schluss, der ebenso unzutreffend wie absurd ist? Was bringt man denn den Anhängern des Fürsten der Geheimnisse dieser Tage bei? Ich bin daran interessiert, Wissen anzusammeln und zwei Reiche zu retten. Mehr nicht. Super. Naja gut, dann erkunden wir mal die Eingänge. Die sind wahrscheinlich nicht hier, sondern... Ist Krallenhieb eine Region? Schnittermarkt? Malabaltor? Dings? Goldküste? Okay, Krallenhieb ist keine Region, sondern ein Ort, nehme ich mal an, oder? Naja gut. Das finde ich auch in der nächsten Episode. Machen wir den auch.
Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag.